Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier unseren Ford Mustang der 2017er Reihe, wo wir noch den Motorblock rausnehmen müssen. Und dann können wir mal das Schweißgerät holen. Und in den Kommentaren, was ist denn jetzt los hier? In den Kommentaren ist lesen gewesen, dass man mal gucken sollte, ob man eventuell vielleicht das Ding in schwarz-matt mit bösem Blick hinkriegt. Probieren wir mal, ob es denn solche Tuning-Teile dafür gibt. Und ob, wenn man schwarz ist, er ja schon mal. Und schwarz-matt machen wir gerne mal. Ich mag ja auch matte Lackierung. Hier in meiner Stadt fahren zwei mit komplett matt-schwarz rum. Da habe ich schon zwei Autos gesehen. Also jetzt kein Mustang. Also ein Mustang fährt hier auch rum. Der ist aber generell schwarz lackiert. Und ich glaube, es gibt noch einen roten hier. Geht auch gern ein. Also die Baureihe, die hat mir sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Da muss ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht irgendwie auch noch ankomme. Gut, wir gehen erstmal an den Reparaturtisch. Vor dem Reparaturtisch machen wir natürlich hier noch ein bisschen was auseinanderbauen. Und zwar demontieren wir das hier. Vielleicht kann man da ja auch noch irgendwas machen. Und wir müssen natürlich auch die Räder demontieren, damit wir die original leicht mitrepariert kriegen. War ein Federbein, hinten hat er keins gehabt. Okay. Jetzt haben wir zusammengebaut, oder? Nee, das noch genommen. Alles klar. Okay, gut. Dann müssen wir bloß noch die Felgen hier rausnehmen. Und dann können wir den Reparaturtisch alles einmal reparieren. Und danach werden wir original versuchen, mit Tuning-Teilen natürlich noch ein bisschen nachzuhelfen, dass wir da noch ein bisschen mehr Energie rauskriegen. Ich glaube, der hat standardmäßig 400 ein bisschen was PS gehabt. Kommen wir jetzt gerade nicht ran. Warte, ich kann mal ganz gut rangehen. So, was hat er standardmäßig? 437 PS. Da könnte man auch ein bisschen was rausholen. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar schöne Tuning-Teile für. Denn, ja, mal gucken. Ich glaube, der hat aber nur Heckantrieb, ne? Ich glaube, der ist rein weg Heckantrieb im Original. Ne, oder, nee, warte mal, der... Ich weiß gar nicht, der Sechszylinder, der ist, glaube ich, sogar... In den Sportspec, den wir haben. Der ist, glaube ich, sogar Front, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss sagen, die schönsten Fahrten, die ich hatte, hatte ich mit meinem 3er BMW, den ich mal besessen habe. Und der war dann nun bisher bekanntlich nur auch Heck angetrieben. Und von daher sollte sich dort ja. So, gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so alles getuned einbauen können. Ja, guck mal vorher mal im Tuningladen nach, was wir so Schönes gibt. Tuning getrieben, nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Tuning-Teile und dann gucken wir mal. Motorblöcke gibt es nämlich hier nicht, ne? Ne. Gibt nur Zylinderköpfe und sowas alles. Okay, gut. Und dann gucken wir mal hier bei den Karosserie-Tuning-Teilen, ob es da für den Mustang. Was? Warte, wir werden da richtig geschrieben hier bei Mustang Ford. Ja. Keine Karosserie-Tuning? Mustang. Ford? Nope. Gibt's nicht. Schade. Das finde ich jetzt aber wiederum sehr schade. Also da hätte man, da hat man was verschenkt. Gut. Okay, wir holen erstmal jetzt im Tuningladen im normalen unsere Standardteile, die man eh braucht. Und zwar ist das ein Kraftstofffilter. Und so weiter und so fort. Das hier. Wir brauchen ein paar Kolben. Und zwar brauchen wir da 8 Stück von. Wir brauchen den Kraftstofffilter. Wir brauchen eine Kraftstoffpumpe. Wir brauchen den Motor. Wir brauchen das von der Kupplung hier. Das Schwungrad nehmen wir gleich noch mit. Standard Luftfilter war dort eingebaut. Dann sind Zündkerzen eingebaut. Nehmen wir an 8 Stück. Zündspule habe ich nicht gesehen und den Rest, den gucken wir uns dann mal an, wenn wir dann soweit sind. So, Wasserpumpe V8, da haben wir nicht. Gut, aber wir haben auf jeden Fall den Kraftstofffilter. Habe ich die Batterie eigentlich schon an den... Oh, haben wir nicht repariert gekriegt. Den haben wir repariert gekriegt. Die Batterie an die angehangen? Oh, die Batterie habe ich gar nicht angehangen. What? Anders Ladegerät. Mensch. Können wir nicht schleifen lassen hier. So.
Gut, dann müssen wir mal ganz schnell in den normalen Shop einen Bremskraftverstärker kaufen, weil hier bei den Bremsen, da gibt es nichts zu tun. Schade eigentlich. So, normalen Part, Bremsen, wir brauchen auf jeden Fall den Bremskraftverstärker. Den haben wir nicht repariert gekriegt. Das ist auch selten, dass wir den nicht repariert gekriegt haben oder kriegen. Ne? Also normalerweise hat man den eigentlich immer ganz gut. Der hat auf jeden Fall Heckantrieb. So, aber ihr Steuergerät müssen wir auch kaufen. Na gut. Sind wir ja gerade in der Nähe. Gut, hätten wir auch. Best. So. Zu dem Knacken wurde übrigens gesagt, dass das vielleicht das Knacken des Drehmomentschlüssels sein könnte. Hm? Eine schöne Theorie. Fände ich gar nicht schlecht. So, Klammer kurz, haben wir genau eine. Ja, dann müssen wir noch drei danach kaufen, wie sollen. Klammer. Kurz, drei Stück bitte. So. Dann nehmen wir das mal. Männchen, zoomen wir ein bisschen rum hier, da hinten an der Ecke. Wir müssen die letzte Klammer natürlich auch noch anbauen. Nicht, dass es nachher an sowas scheitert. So, dann haben wir hier einen Generator schon gekauft. Im Tuningladen. Den können wir schon mal einbauen. So, dann Wasserpumpe V8. Die gibt es nicht im Tuningladen. Die müssen wir, glaube ich, im normalen kaufen. Wasserpumpe V8, V6, V8. Da ist sie. So, dann können wir die schon mal einsetzen hier. Gut, Wasserpumpe-Riemenscheibe brauchen wir noch nicht. Kurbelwellen müssen wir von unten. Na gut, Wasserpumpe-Riemenscheibe können wir auch schon kaufen, wenn wir einmal dabei sind. Das ist die Standard-Wasserpumpe-Riemenscheibe. Ran damit. Raum durch. Gut. Okay, so, dann hätten wir hier oben jetzt zwar quasi den Kühler noch. Den möchte ich aber erst später einbauen, weil er uns immer im Weg ist. Dann gehen wir mal nach oben mit dem ganzen Fahrzeug. Wir werden uns noch ein bisschen ums Fahrwerk und alles kümmern und eventuell um ein paar Teile, die wir unten einbauen können. Wie zum Beispiel eine Kurbelwelle. Repariert gekriegt. Sehr gut. Da brauche ich jetzt aber mindestens die Kurbelwellen, glaube ich, Lagerdeckel. Nee, das ist Lenkgetriebe. Moment, wir müssen mal ganz kurz. Danke. Haben wir nämlich nicht im... Na, Tosche. Kurbelwellen Lagerdeckel. So, davon hätten wir gerne drei Stück. Auch mutig, ne? Dass nur drei solche Lagerdeckel das halten, die ganze Energie, die die Kolben da oben erzeugen, aber scheint zu funktionieren. Hätte man das ja nicht so gemacht. Ich meine, Ford wird ja hier nicht die Originalkonstruktion ihres Motors preisgeben, damit er das vielleicht eventuell sogar original was nachbauen könnte, aber naja, das ist dann halt, ne? Dann kommt vielleicht eventuell einer von VW drauf. Hey, wir gucken mal, wie Ford das macht. In dem Spiel. Und das wäre natürlich ein wenig schlecht. Und drehen wir das hier an, das da, das da, das da. So. Dann können wir auf jeden Fall hier im Getriebeladen mal ganz kurz das Rückelager holen. Und dann gehen wir nochmal in den Getriebetuningladen und holen uns dort das Getriebe V8 Typ A. Typ A Tuning. So. Bringt ja nicht mehr Leistung, aber wir können, glaube ich, mit den die Gänge und alles dann variieren und einstellen. Vielleicht kann man dann am Schluss nochmal so ein bisschen machen, dass wir den ein bisschen auf Drag quasi tunen, dass er dann so ein bisschen wie so ein Drag Racer funktioniert, also ganz kurz übersetzt, schnell auf Geschwindigkeit kommen und den letzten Gang dann ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze gesetzt ist bei den Gängen hier bei dem Spiel. Nicht, dass man da... Oh, Entschuldigung, jetzt hat das Mikrofon angedotzt. Wollte ich nicht. Nicht, dass man da nachher... 35 Gänge oder sowas einbauen kann. Weiß ich gar nicht. Gibt es da eine Grenze? Wir haben es... Bei einem Auto haben wir 11 Gänge reingekriegt, ne? Damit wir die 400 erreichen. Aber 11 Gänge haben wir eingebaut. Naja, mal gucken. So, gut. Dann gehen wir hier weiter. Dann machen wir nämlich jetzt die Vorderachse noch. Okay, gut. Dann machen wir den Vorderachsträger. Dann an der Schenkel dran. Warum nicht? So, das Lochblech haben wir auch repariert gekriegt. Die Radnabe nicht. Radnabe Vorderachse brauchen wir zweimal. Radnabe. Upsala. Dicke Dinger. So, Radnabe Vorderachse brauchen wir zweimal. Dankeschön. Dann könnten wir hier gleich zwei davon kaufen. Und wir könnten natürlich auch noch gleich Radlager kaufen. Jo, wo sind sie denn? Da. Radlager. So. Hier, guck mal da von Ford, was sind das denn? Nockenwellenrad, Nockenwellenrad. Ah ja, die können wir alle gebrauchen hier wahrscheinlich. An dem Motor. Mal gucken, was uns da noch blüht. So.
Dann nehmen wir das Radlager hier rein. Und dann kommt hier die Treppe rauf. So. Sehr schön. So, ah ja, Bremsen. Bremsen können wir natürlich uns auch einmal komplett durchkaufen. Da brauchen wir auf jeden Fall 4 Belege. Auf jeden Fall zweimal die Bremsscheibe unbelüftet, zweimal die Bremsscheibe innenbelüftet. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Sättel und Kolben wir nachkaufen müssen. Bremssattel müssen wir 2 kaufen, Kolben auch. Alles klar. Dann machen wir das nämlich gleich. So, Baby Theodor. Wir brauchen 2 Kolben. Na, 2 Kolben und 2 Sättel. Gut. Sehr schön. Und dann geht das hier weiter mit Querlenker. Achso, ja, nee, jetzt gibt es noch Gummimuffen noch. Ja, 1, 2, 3. Mindestens 16 Gummimuffen erstmal für vorne. Weiß nicht, was hinten war. Mal sehen. Von 4 zu 4. Ja, vielleicht kommen wir hinten auch 4. So. Okay, den oberen. Gibt es was unteren? Generell zu viel. Na gut, dann. Oh gut, da hinten kann man nochmal 4 drinnen verbauen. Okay. Nee, wären wir schon los. Gut. Gummilagerbuchse. Dann können wir da gleich noch eine Gummilagerbuchse verstecken. So. Hatsch. Danke. Darf ich da? Ist schön. So, machen wir da auch gleich. Fertig. Und dann hier vorne noch. So. Gut. Sind wir da einmal rum? Das Lenkgetriebe haben wir repariert gekriegt. Die sind gut. So, dann brauchen wir jetzt. Da gehen wir einfach bloß mal Star ein. Dann kriegen wir nämlich einen. Oh, Stabilisator. Was war das hier? Typ A oder Typ B? Typ B. Stabi, Typ. Oder Achse. Den brauchen wir einmal. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Spurstangen, 2 Stück, 2 Spurstangenköpfe und Koppelstangen Typ B, mindestens auch 2 Stück. So, und dann mal hier bei den Vorderachsen, Feder, brauchen wir Vorderachsfeder 2-mal und das Domlager Vorderachse brauchen wir 2-mal. Na, gibst du? Danke. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Federbein, war das hier vorne, glaube ich. Was, McPherson? Na, wir gucken mal lieber nach. Nee. Nee. Guck mich doch mal. Hier sehe ich es gerade nicht. Oder ich sehe es aber da drüben, ne? Ja, McPherson war. Ja. Da brauchen wir nämlich auch noch 2 Stück von. Wo ist es hin? Da. Gut. Dann werden wir das nämlich erstmal noch zusammenbauen und dann langsam einbauen. Huch, wo müssen wir denn hin? Hier muss los wieder. So, dann einmal hier neu das McPherson-Bein zusammenbauen. Und dann brauche ich das nächste. Nehmen wir auch noch. Sehr schön. Gib her. Danke. So. Dann können wir uns nämlich hier dran machen und die Vorderachse auf dieser Seite zumindest schon mal komplett machen. Auf der anderen Seite dann auch. So, ein Schräubchen rein, noch ein Schräubchen rein. Dann können wir hier den Stabilisator noch mit einbauen. Dann können wir hier den. Oh, dann ist das hier Stabil Typ A, ne? Mist. Habe ich falschen gekauft. Okay. Mist, Mist, Mist. Stabilisator. Koppelstange. Nee, Koppelstange ist das ja. Koppel. Dann ist die Koppelstange Typ A, nicht Typ B. Mist. Das, gut, ja. Na gut, beim nächsten Mal. So, und dann sind wir da schon bis zum Rad durch. Dann können wir das hier auf der Seite auch noch machen. So, einmal das Teil haben wir auch auf Lager, die Radnabe haben wir schon gekauft, 3 Motoren draufgeschraubt, damit das schön festhält, das Radlager reingepresst, den Deckel davor, damit ein bisschen Fett da mit dran ist, alles, das da bleibt, wo es hingehört. So, den Bremssattel hinterher, bitte schön, den bauen wir da mal ein. So, dann kommen wir zum Querlenker, oh, den müssen wir kaufen, Querlenker vorne. Querlenker und ein Typ A. Oh, gibt es 2. Ich glaube aber Typ A ist richtig, ne? Ja, Typ. Gut, Typ A ist richtig. So. Eigentlich gibt es auch einen linken und einen rechten, ne? Dürften doch eigentlich nicht gleich aussehen. Und bei der Form kann er nie gleich aussehen, links und rechts. Na gut.
Aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Ne? So, Sprühstänkchen. So, sehr schön, Sprühstangköpfchen. Auch wunderbar reingepasst. Dann können wir hier den Stoßdämpfer noch dazu tun. So, Schräubchen, Schräubchen. Dann haben wir noch eine Koppelstange. Und dann sind wir bei der Vorderachse soweit durch. Wir haben am Motor schon einige Teile angebaut. Wir wollen das Ganze hier tunen. Das steht schon mal fest. Wir werden jetzt demnächst, also den Lüfter V8 kaufe ich nochmal schnell. Und dann, Ölfilter V8. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns um den Auspuff kümmern, um die Hinterachse kümmern und dann noch um die restlichen Teile, die an den Motor gehören. Zumindest einen Großteil werden wir noch anbauen. Ja, gut. Das war die Folge für heute vom Car Mechanic Simulator 2018. Hupala. War ein kleiner Hänger gehabt. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hoffentlich. Ich würde mich freuen. Bis denn. Tschüss.